Mit der richtigen Wärmedämmung kann man viel Geld sparen. Damit begrüße ich Sie zu einer weiteren Ausgabe unseres Sondermagazins Auf nach Schwarz. Die Stadt Schwarz hat ihre energieeffizienten Hausaufgaben gemacht und all ihre öffentlichen Gebäude mit Energieausweisen ausgestattet. Für 12 öffentliche Gebäude der Stadt wurden im letzten Jahr Energieausweise erstellt. Das verkündet bei einem Pressegespräch Umweltreferent Stadtrat Hermann Wiratschnik zusammen mit Stadtbaumeister Gerner Kirchmeier und Objektmanager der Stadt Gerhard Steidl. Eines davon ist auch das Jugendzentrum. Der Energieausweis bedeutet, dass unsere Sonderimmobilien, unsere Gebäude in Schwarz gekennzeichnet sind, wie es das Gesetz erfordert. Wir waren da gewissermaßen Vorreiter und haben das letztes Jahr bereits schon in Auftrag gegeben, sind jetzt da im Jugendzentrum, wo wir eine besondere Freude haben, dass die vorgegebene Angabe des Heizwärmebedarfs vom Gemeinderat vorgegeben, wir auch einhalten haben können. Das heißt, wir haben hier ein Gebäude mit der Energieeffizienz B. Das ist insofern auch uns sehr gut gelungen, glaube ich, weil wir in diesem Beispiel sehen, dass die Erfordernisse von Schallschutz und Energieeffizienz hier im Einklang zu bringen sind. Mit dem Energieausweis ist die Stadt auch eine Vorreiterrolle für Private und zeigt damit, wie man mit energieeffizienten Maßnahmen viel Geld sparen kann. Die nächsten Schritte sind schon geplant. Deshalb werden wir jetzt auch weiterhin alle Sonderimmobilien hier auch weitere Maßnahmen setzen, um die Energieeffizienz zu erhöhen und vor allem auch um Heizöl und um Erdgas zu sparen und um uns weiter unabhängig zu machen von fossilen Brennstoffen. Jugendzentrum entspricht ungefähr einem Heizwärmebedarf eines Einfamilienhauses. Und ich glaube, da können wir drauf stolz sein. Keinen Energieausweis braucht das Schwarzer Rathaus. Umweltreferent Hermann Wiratschnik will aber trotz Denkmalschutz energieeffiziente Maßnahmen einsetzen. Wir wissen die Daten vom Rathaus. Das Rathaus ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, unterliegt also nicht dieser Klassifizierung. Man hat natürlich bei einem denkmalgeschützten Gebäude nur begrenzte Möglichkeiten, hier Maßnahmen zu treffen. Wir werden aber trotz alledem nächstes Jahr angehen und Fenster austauschen. Ich glaube einfach, dass das Rathaus als Flaggschiff einer Stadtgemeinde auch energieeffizient sein sollte und dass es auch möglich sein muss, auch unter dem Denkmalschutz hier Maßnahmen zu setzen. Als nächster Schritt wird auf Grundlage der erhobenen Daten eine Maßnahmenplanung erstellt. Das Ziel soll sein, den Gebäudestand der Stadt laufend einen möglichst energieeffizienten Stand sicherzustellen. Das Haus der Generationen überzeugt durch viele unterschiedliche Einrichtungen. So gibt es zum Beispiel eine Plauderstube für die Senioren, wo wir uns gerade befinden. In unseren Stadtnachrichten berichten wir jetzt ausführlich über all diese Einrichtungen und wir haben auch Neuigkeiten für Sie vom Schwarze Jugendzentrum UNIT. Zu einer wichtigen Einrichtung der Stadt hat sich das neue Jugendzentrum UNIT entwickelt. Seit der Eröffnung vor 10 Monaten ist es zu einem beliebten Treffpunkt für die Schwarze Jugend geworden. Ein Resümee ziehen wir daraus, dass es wirklich notwendig ist, am Mittag Öffnung zu haben, weil wenn ich bedenke, dass 290 Schüler und Schülerinnen von Viertel nach 12 bis Viertel nach 2 die Möglichkeit herzukommen. Schüler unterschiedlichen Alters sind im Juni anzutreffen. Schüler zwischen 10 und 14 Jahren, aber sie können auch, dürfen auch Jüngere bei uns vorbeischauen. Meistens kommen sie auch von der Volksschule. Auch die Jugend aus unterschiedlichen Nationen trifft sich im Unit. Wir haben so die Statistik erhoben, es sind 58% Österreicher, dann 16% türkische Abstammung und dann sind auch Armenier, Serben, Kroaten bei uns. Neu ist im Unit, es wird nur noch Deutsch gesprochen. Bei Nichteinhaltung drohen Sanktionen. Wir werden auch verwarnt, wenn sie jetzt in einer Gruppe zusammenstehen und türkisch reden zum Beispiel oder andere Sprache reden. Und wenn sie das jetzt nicht einhalten, dann werden sie für 3 Monate aus dem Jugendzentrum ausgeschlossen und können aber jederzeit dann wieder zurückkommen. Und bis jetzt haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben das auch tirolweit beschlossen. Also wir sind sicher eines der ersten Jugendzentren in Tirol, die das eingeführt haben, aber die anderen werden auch nachziehen. Die haben nämlich das gleiche Problem. Infos über das Schwarze Jugendzentrum gibt es auch unter www.unit.at. Am Mittwoch ist die Plauderstube für die Schwarzer Senioren im neuerbauten Haus der Generationen eröffnet worden. Alle Schwarzer Pensionistenverbände haben mit der Begegnungsstube ein neues Zuhause bekommen. Ein großer Tag heute in Schwarz für die Schwarzer Seniorinnen und Senioren. Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt Schwarz bekommen
die Seniorenclubs, das heißt der Seniorenbund, der Pensionistenverband und der Seniorenring, ein eigenes Zuhause. Der Raum ist knapp 200 Quadratmeter groß. Er ist ideal für gemütliche Runden und ist auch für Veranstaltungen aller Art ausgerüstet. Das war unser Sondermagazin Auf nach Schwarz. Im Namen des ganzen Teams sage ich danke fürs Zusehen und freue mich auf ein Wiedersehen ab dem 24. Februar, wie gewohnt im Programm von Tirol TV. Verbringen Sie einstweilen eine närrische Faschingszeit. Auf Wiedersehen aus der Silberstadt.